Unsere nächste Geschichte erzählt, wie so eine Rakete gebaut wird, die alle Leute zu Silvester immer abfeuern. Allein das ist ja schon spannend. Aber wir wollten darüber hinaus noch wissen, was passiert in den wenigen Augenblicken zwischen dem Anzünden der Rakete und dem Moment, wo sie sich oben am Himmel entfaltet. Also haben wir mit Feuerwerkern gesprochen und die haben extra für uns eine halbe Rakete gebaut. Und die konnten wir in einem speziellen Brennraum zünden. Und so könnt ihr am Schluss des Films sehen, was genau passiert während des Fluges, etwas, was man sonst nie sehen kann. Also, viel Spaß jetzt dabei. Das ist ein Rapskorn. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Rapskorn mit einer Silvesterrakete zu tun hat, müsst ihr uns in eine Feuerwerksfabrik begleiten. Eine Feuerwerksfabrik ist immer ein langgestreckter Bau mit vielen kleinen einzelnen Räumen, damit, wenn mal was explodiert, nicht die ganze Fabrik in die Luft fliegt, sondern nur ein Raum. Feuerwerkskörper zu machen, ist nämlich nicht ganz ungefährlich. Als erstes braucht man so eine Schablone, das ist das Ding mit den Löchern, und darunter ein Brett mit ganz vielen Spitzen, die Fachleute sagen auch Dorne. Auf diese Dorne, mit dem Brett, kommt diese Schablone wieder drauf. Und in diese Schablone diese Papröhrchen. Aus jedem dieser Papröhrchen soll ein Raketenmotor werden. Dazu werden die erst einzeln mit der Hand in die Schablone reingesteckt, bis die Form voll ist. Dann unter eine Presse und die presst die Papröhrchen fest auf die Dornen. Kommen jetzt die Rapskörner? Nein, zuerst Kaolin. Das ist sowas Ähnliches wie Ton. Und jetzt werden die fest angepressten Röhrchen unter ein Brett mit Löchern gepackt und dann wird das Kaolin da in die Papröhrchen eingefüllt. Danach das Ganze wieder unter eine Presse, kommt eine Scheibe vor, sieht man nicht viel und dann ist das Röhrchen unten mit Kaolin zugestopft, nur da, wo der Dorn war, ist in der Mitte ein Loch geblieben. Kommen jetzt die Rapskörner? Nein, immer noch nicht. Das ist Schwarzpulver. Sowas Ähnliches wie Schießpulver. Und dann noch Schwarzpulver mit Titan. Da die hellen Pünktchen. Das ist das Titan. Und diese ganzen Pülverchen werden genauso eingefüllt und angepresst wie eben das Kaolin. Sieht man nicht viel von. Deswegen haben die Jungs in der Fabrik uns nochmal so einen Raketenmotor in durchsichtig nachgebaut. Also unten ist erst die Schicht Kaolin. Darüber ist die Schicht Schwarzpulver und darüber zwei Schichten Schwarzpulver mit Titan. Fertigster Raketenmotor, man sagt auch Treibsatz, soll die Rakete ja antreiben. Jetzt braucht man noch grüne chinesische Zündschnur, denn der Raketenmotor funktioniert nur, wenn er brennt. Und diese Zündschnüre werden mit der Hand einzeln unten in jeden Treibsatz eingesetzt, mit einem Gemisch aus Leim und Schwarzpulver. Und wenn alle Zündschnüre drin sind, dann sieht das ganze Ding aus wie ein Wald von schönen chinesischen Zündschnüren. Damit ist der Raketenmotor, der Treibsatz, fertig. Aber die Rakete soll ja irgendwas transportieren, nämlich das eigentliche Feuerwerk. Und dafür braucht sie einen Laderaum. Der Laderaum der Feuerwerksrakete ist auch ein Papröhrchen. Das kommt auf einer Maschine. Oben einen Treibsatz drauf. Und dann wird das Ganze mit einem Heißkleber verklebt. Das geht in dem Fall mal vollautomatisch. Da kommt der Kleber. Und damit diese Zündschnüre sich jetzt nicht von selbst zufällig entzünden, kommt da oben so ein oranger Pömpel drauf. Eine Schutzkappe. Raketenmotor fertig, Zündschnur geschützt, Laderaum ist dran. Aber wo sind die Rapskörner? Klar, der Laderaum ist ja auch noch leer. Fehlt also noch was. Damit man den Laderaum jetzt beladen kann, werden alle Raketen, halb fertig, in so einen Ständer gestellt, so eine Schablone wieder. Und jetzt kommen bestimmt die Rapskörner rein. Nanu, das sind gar keine Rapskörner, das ist nochmal Schwarzpulver. Das Schwarzpulver kommt auch in den Laderaum und jetzt endlich kommen die Rapskörner. So sehen die aus, dazu noch so ein beiges Pulver, das ist rotes Sternenpulver und nochmal Schwarzpulver. Was braucht man noch? Eine Trommel. In diese Trommel kommen die Rapskörner. Und weil bei den Rapskörnern noch Spreu ist, wird der Spreu abgesiebt. Nicht Spreu vom Weizen getrennt, sondern Spreu vom Raps. Spreu raus, Rapskörner bleiben drin. Und dann braucht man eine Spritzpistole mit Alkohol. Der Alkohol wird auf die Rapskörner gesprüht. Dann werden die ein bisschen feucht und ein bisschen klebrig. Und wenn die klebrig sind, dann kommt dieses Pulver dazu, das rote Sternenpulver. Sieht zwar ein bisschen beige aus, ist aber rotes Sternenpulver. Dann noch Schwarzpulver dazu und immer wieder Alkohol, damit alles schön aneinander klebt. Und genau das ist der Trick. Dadurch, dass die klebrig sind, wickeln die das Schwarzpulver und das Sternenpulver um sich rum und werden dabei immer dicker, solange bis sie fertig sind. Das sind jetzt die roten Sterne, die das Feuerwerk ausmachen. Jede Kugel ist ein Stern.
Zum Vergleich, rechts der Stern und links das Rapskügelchen. Und die kommen jetzt in die Laderäume der Rakete. Die Raketen kommen dann wieder unter so eine Füllstation. Und jetzt werden oben diese Kügelchen verteilt. In jedes Loch gleich viel. Dann Deckel auf. Und jetzt sind alle Raketen beladen. Jetzt sind es Feuerwerksraketen. Fast fertig. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Damit die Kügelchen da nicht drin rumpurzeln, kommt da so ein Deckel drauf. Jede Rakete ein kleiner Pappdeckel. Auch die Pappdeckel werden wieder festgepresst. Bingo. Und jetzt fehlt noch was, was die Rakete zur Rakete macht, nämlich die Raketenspitze. Aber dazu kommt erst noch dieses Werkzeug. 5 Pinsel an der Latte, einmal links Kleber dran, rechts Kleber dran, damit die Spitze auch hält. Dann eine Spitze. Reindrücken. Rakete fertig. Spitze reindrücken, Rakete fertig, sieht man nicht. Spitze reindrücken, Rakete fertig. Und so weiter und so weiter. Wie sähe denn unsere Rakete jetzt aus, wenn man reingucken könnte? Ein paar von den Sternen sind in den Treibsatz gerutscht. Die meisten sind aber unten in dem Laderaum. Darüber der Deckel. Und dann kommt erstmal ganz viel Luft. Und ganz oben die Raketenspitze. So, jetzt ist sie fertig. Die Feuerwerksrakete. Bis auf eine Kleinigkeit, damit die auch richtig gerade fliegt, fehlen unten noch solche Holzstäbe dran. Diese Holzstäbe werden einmal mit Leim eingeschmiert und damit die auch richtig sicher an dem Feuerwerkskörper dran sind, an der Rakete, werden die nochmal mit Klebeband umwickelt. So, nun ist die Rakete aber wirklich fertig. Jetzt kann Silvester kommen. Schutzkappe von der Zündschnur ab, Feuerzeug raus und anzünden. Und was passiert jetzt da? Als erstes brennt das Schwarzpulver. Wir haben das mal alles in Zeitlupe gemacht, um euch zu zeigen, was da passiert. Auch innen drin, das, was man normalerweise nicht sehen kann. Also, als erstes brennt das Schwarzpulver, das gibt der Rakete den Schub, das treibt sie nach oben. Dann kommt das Schwarzpulver mit dem Titan, das macht den Schweif. Und wenn die ganzen gepressten Pülverchen im Raketenmotor abgebrannt sind, dann zündet oben die Ladung und die Kügelchen werden rausgeschleudert. Da sieht man's. Die Kappe fliegt ab, die Kügelchen raus und dann zünden die erst und werden zu den roten Sternen, die man sehen kann. Tut mir einen Gefallen und schneidet nie selber eine Rakete auf. Das ist nämlich saugefährlich. Das hat furchtbar viel Arbeit und furchtbar viel Nachdenken mit Fachleuten gekostet, um euch das zeigen zu können. Wenn ihr aber selbst eine Rakete anzündet, geht das viel schneller. Nämlich so.